for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, eine sogenannte Feilennatter, ja, Gonionophis grossi. Wirklich eine ganz tolle, interessante Natter aus Westafrika. Also interessanterweise aus unserem Königspython-Gebiet. Ne? Die kommt Ghana, Togo, Benin, Elfenbeinküste, dann auch ein wenig weiter nördlich noch. Hat ein relativ großes Verbreitungsgebiet in Westafrika bis Zentralafrika. Ist eine echte Natter, also keine Trugnatter oder irgendwas, eine ganz normale, echte, harmlose Natter. Der Name Feilennatter ist witzigerweise auch echt passend, wenn ihr euch die mal anschaut, mal so ein wenig in die Kamera reinhalten. Die hat so eine dreieckige Form und sie hat sehr raue Schuppen. Ne? Also wenn man muss man schon ein wenig genauer hingucken mit diesen rauen Schuppen in der Größe, beziehungsweise ich blende euch mal ein, zwei, drei Fotos von adulten Tieren ein, da sieht man es eigentlich fast noch besser, diese großen Schuppen. Und irgendjemand, der die mal bestimmt hat, der war wahrscheinlich Schlosser oder weiß der Herrgott, und hat gedacht, Mensch, die sehen doch aus wie so eine dreieckige Schrubbfeile, ne, wie man die kennt. Also ich weiß auch noch aus meinen Technik-Schulzeiten, da hat man diese Schrubbfeilen, die sahen echt tatsächlich so aus wie diese Schlange. Daher der deutsche Name Feilennatter, ne? Also der passt wirklich. Tolles Terrarientier, noch wirklich selten in der Terroristik, komischerweise, weil in Afrika ist sie gar nicht so selten. Keine Ahnung, wieso die in der Terroristik sich noch nicht verbreitet hat. Es sind tolle Tiere, sind problemlos, fressen Babymäuse in der Größe, ne, später normale Mäuse. Wie gesagt, sind keine Trugnattern, völlig freundliche, umgängliche Tiere. Wirklich ein ganz tolles Terrarientier und deswegen heute das Intro-Tierchen für euch. Vor einiger Zeit hatten wir eine Oldschool-Folge. Jetzt heute kommt die New School sozusagen. Was gibt's Neues in der Terraristik? Wie hat sich's verändert? Was gibt's Neues an Technik, Zubehör, Terrarien, Dingen? Das möchte ich euch heute zeigen, unsere New School Folge. Wie sich die Terraristik verändert hat, sieht man vor allem bei der Echsen-Schildkrötenbeleuchtung. Ne? Also da wollen wir ja das UV-Licht oder da wollen wir ein möglichst sonnenlichtähnliches oder sonnenlichtähnliche Beleuchtung haben. Ganz früher haben wir uns mit so HQL-Lampen beholfen, hier die guten Osram HQL-Lampen, wo man früher benutzt hat. Damals hatten die noch einen gewissen UV-Anteil, haben sie schon lange nicht mehr. Dann kamen die Röhren, die Mischlichtröhren mit anständig UV-Anteil. War eine Zeit lang der große Renner, da hat jeder sich so Röhren ins Terrarium reingebastelt, um endlich mal ein anständig UV-Licht reinzubringen. Dann kamen die Mischlichtlampen, sind auch jetzt noch up to date, als gute Art, eine UV- oder eine sonnenlichtähnliche Beleuchtung im Terrarium zu erzeugen. Dann die letzten, ich würde mal sagen, 5 bis 10 Jahre kamen die HID-Lampen, ne? Also fehlt das Vorschaltgerät natürlich noch dazu, aber die HID-Lampen, die noch eine bessere Lichtausbeute, noch ein besseres Farbspektrum haben wie die Mischlichtlampen. Das war so die letzten Jahre das Maß der Dinge. Wenn wir es eben von den neuen Sachen haben, LED gibt es ja schon seit einigen Jahren, aber jetzt gibt es LED mit richtig UVB-Beleuchtung. Ne? Reptisu als führender Terraristikhersteller, würde ich sagen, hat da ganz tolle neue Lampen gebaut mit verschiedenen LEDs mit drin. Es sind verschiedene LEDs, die UV-Licht haben und nicht UV-LEDs. Ich kann euch jetzt gar nicht auswendig sagen, welche mit UV sind. Vielleicht sind die zwei die UV-Lampen, die anderen nicht. Aber nagelt mich nicht fest, müsste ich jetzt in die Anleitung reingucken. Auf jeden Fall, diese Lampe gibt ein UV-Spektrum an, das an diese HID-Strahler hinkommt.
was man natürlich sagen muss, LED gibt keine Wärme ab. Ne? Also wenn ich ein Terrarium habe, in der ich einen Sonnenplatz, einen Wärmeplatz haben will, dann komme ich wahrscheinlich um sowas mit viel Energie, viel Strom nicht drumherum. Habe ich schon die Wärme im Terrarium durch einen warmen Raum oder durch andere Elemente, die Wärme abgeben, oder habe ich Tiere, die vielleicht gar nicht so eine Hitze brauchen, dann bin ich mit so einer LED mit UV bestimmt super versorgt und bedient. Ne? Gibt es dann in verschiedenen Größen. Diese einzelnen Module lassen sich sogar auswechseln. Also wenn da mal eins kaputt ist, kann ich es auswechseln, kann ein neues reinmachen, kostet dann natürlich einiges weniger, wie wenn ich mir hier die ganze Lampe kaufen muss. Also hier hinten ist sogar noch angezeigt, hier UV, UVB. Also da sieht man noch an diesen Anzeigeleuchten, welche Lampen im Betrieb sind oder an sind. Das kann ich dann noch verschieden steuern. Also eine wirklich tolle Sache, meiner Meinung nach im Moment das Modernste, was es an Beleuchtung gibt. Wie gesagt, mit der Einschränkung, also einerseits ja positiv, LED gibt keine Wärme ab, deswegen ist sie auch so energiesparend. Ne? Also diese Lampe hat 12 Watt Energieverbrauch, ne? Und ich mache mit der Lampe mindestens so hell wie hier mit der 150 Watt. Ne? Also da, oder mindestens aber ungefähr gleich, da habe ich ein Zehntel an Stromverbrauch. Aber wie gesagt, ich habe natürlich keine Wärme. Also wenn euer Terrarientier Wärme braucht, kann es höchstens ein Teil der Lösung sein und ich brauche noch ein anderes Element, um die Wärme zu gewinnen. Oder ich muss halt weiter die HID oder die Mischlicht verwenden. Auch bei dem ganzen Drumherum gibt es mittlerweile tolle und jede Menge Produkte speziell für die Terroristik. Ne? Also wo ich angefangen habe, gab es für die Terroristik eigentlich gar nichts. Ne? Das war alles zweckentfremdet. Man hat, was weiß ich, wenn man einen Thermostat gebraucht hat, dann hat man irgendwie einen Kühlschrank-Thermostat oder einen, was weiß ich, irgendwie aus der Elektronik hat man sich einen Thermostat zweckentfremdet und für seine Terrarien genommen. Jetzt gibt es jede Menge verschiedene Thermostate, nur für die Terraristik. Da gibt es welche schon mit, also das ist jetzt Heizen, Kühlen, oder da gibt es Preset mit Tropical und Desert und so weiter. Also da muss ich nur noch einstellen, habe ich Tropen oder Wüstenterrarium, ist erstaunlich. Ne? Oder so wegen innovative Produkte, das ist jetzt relativ neu, das sind so Wasserschalen, die sind außen extra wegen so rau, so ribbelig gemacht, damit die Schlangen sich wegen da dran häuten können, also für ein kleineres Schlangenterrarium. Also innen drin schön glatt, dass ich es schön sauber machen kann, hygienisch halten kann, aber außen dieses Raue, damit die Tiere sich wenig dran, gerade in der Häutungsphase vielleicht wenig dran reiben können, finde ich eigentlich auch, ist jetzt nichts, was die Welt verändern wird, aber finde ich relativ innovativ. Was ich ganz toll finde hier, Pflanzenspritze gibt es elektrisch, ne? Moment, hier, genau, zack, einfach ein wenig draufdrücken, dann sprüht das Ding los. Speziell für die Terroristik, ne? Also ihr habt bestimmt alle daheim diese Spritzen, wo man pumpen muss, oder hier, diese hier. Und jetzt mit Knopfdrückchen, also wirklich cool. So gibt es immer mehr Produkte und kein Vergleich mit vor 15, 20 Jahren, 30 Jahren, wo man das, wie gesagt, alles aus anderen Bereichen zusammen glauben musste. Was sich auch brutal verändert hat, sind die Terrarien. So sahen früher die klassischen Terrarien aus. Kennt wahrscheinlich alle älteren Terrarianer von euch, haben bestimmt mal solche Terrarien besessen. Lüftung vorne, hinten oben mit diesen Schiebescheiben. Wir haben die früher in Polen zum Beispiel produzieren lassen. Nein, in der Tschechei, nicht in Polen. Oder in Deutschland gab es die Firma Terrasystem, die diese Terrarien gebaut hat. Das war so das klassische Terrarium, was man besessen hat. Das konnte man natürlich nicht verschicken. Ist kaputt gegangen, wenn man es verschickt hat. Auch beim Transportieren musste man aufpassen. Also so ein kleines ist dann noch relativ easy. Aber wenn es mal 1,20 Meter oder 1,50 Meter war, war das wirklich vom Transport her ein Problem. Jetzt zeige ich euch, was es heutzutage gibt.
Heutzutage gibt es sogenannte Knockdown-Terrarien, sowas wie hier. Könnt ihr euch im Karton nach Hause schicken lassen. Ist wirklich mit ein paar Handgriffen aufgebaut. Hier das da hoch. Jetzt muss ich selber mal schauen, ob ich das ohne Anleitung zustande kriege. Aber ich glaube ja. Hier vorne die Blende drauf. Die Seitenscheiben rein. Na, hier ist noch so ein Ding drin, zum die Kabel durchführen. Also hier sind diese Klappen. Stecke ich oben rein. Hier einmal zugeklappt. Andere Seite gleiches Spiel. Scheibe rein. Klappen natürlich hoch. Runterklappen. Was fehlt noch? Der Deckel fehlt noch. Der kommt so oben drauf. Also ein Klappmechanismus drin. Stifte raus. Rüber, runter. Rüber, runter. Dann noch vorne die Schiebescheiben. Keine Schiebescheiben, sondern Klappscheiben. Einmal. Zweimal. Der Vollständigkeit halber euch noch gezeigt. Jetzt ist noch so ein Stopfen runtergefallen. Hier diese vier Schrauben sind noch dabei. Da muss ich vorne noch jeweils zwei Schrauben reindrehen und hier hinten noch diese Schrauben reindrehen. Hier mit dem Schraubenzieher oder mit eurem eigenen vorne genau das gleiche Spiel. Und dann habe ich noch so die Gummikappen, die stecke ich da oben drauf. Und dann habe ich nicht irgendwie so ein labbriges Terrarium, das ich da zusammen aufgeklappt habe und es da wackelt und scheppert, sondern das Ding ist, das ist eisern, das ist gigantisch, wirklich. Also das muss man schon sagen. Preislich liegen wir natürlich von dem ersten, was ich gerade gezeigt habe, zu diesem beim mal mindestens doppelten Preis, würde ich sagen, oder Pi mal Daumen schätzen. Aber das ist wirklich ein tolles, innovatives Produkt. Und wie gesagt, das fängt beim Transport an. Das fängt vielleicht damit an, wenn ich es dann doch mal nicht mehr brauche, dann baue ich das wieder so auseinander. In der gleichen Methode, wie ich es gerade aufgebaut habe, geht es wieder auseinander. Mach's in den Karton, stell's in den Keller und ein halbes Jahr später, wenn ich meine nächsten Badergarmen-Babys oder was habe, dann baue ich's wieder auf. Also das ist schon erstaunlich, was es da heutzutage gibt. Und eben im Terrarienbereich ist das so das Nonplusultra aktuell, würde ich sagen. Dann das Soziale in der Terraristik, was ja wirklich wichtig ist. Ne? Man will sich ja austauschen, man züchtet Tiere oder man will sie gut halten. Da gibt es Tricks, man hat Fragen, möchte sich miteinander austauschen. Früher war das alles per Telefon, da ist man stundenlang da gesessen, hat getratscht oder eben man hat sich besucht. Dann vor, ich würde mal sagen, so 15 Jahren, vielleicht 20 Jahren fing es sogar an, kamen die Foren. Ne? Da zum Beispiel das Fantastic Ball Forum, ne? Fantastic Balls hieß es. Ne? Das war so ein Königspython-Forum, aber waren auch andere Terrarientiere drin, wo ich auch relativ aktiv war. War auch ein großes, tolles Forum. Mittlerweile die Foren sind ja eigentlich auch fast wieder ausgestorben. Jetzt aktuell sind es, würde ich sagen, die Facebook-Gruppen. Ne? Haben wir auch eine tolle M&S-Reptilien-Facebook-Gruppe mit 10.000 Leute, haben wir, glaube ich, schon. Oder eben diese Kanäle wie das YouTube, was ich jetzt hier, ne, was wir jetzt ja gerade anschauen, Instagram, das sind alles so Sachen. Das ist, denke ich, das Moderne oder das, was wir jetzt halt haben. Also ich denke, das hat auch viele Vorteile. Man kann sich wirklich viel, viel schneller austauschen. Ob alles dran gut ist, wage ich zu bezweifeln. Also das früher, das persönliche Treffen oder das Telefonieren war wirklich auch toll. Wenn man da alles nur noch eintippt und völlig unpersönlich und sich womöglich noch beleidigt oder dem anderen unpersönlich erklärt, naja, du bist ja eh blöd und machst eh alles falsch. Also das hat sich am Telefon früher wahrscheinlich, hat man sich das zweimal überlegt, was man dem anderen an den Kopf wirft. Also von dem her ist nicht alles unbedingt besser geworden, aber es gibt
aber zumindest alles einfacher und innovativer. Noch zu erwähnen sind vielleicht die Terrarienbörsen. Die gibt es schon fast immer seit meiner Anfangszeit. Damals war in Augsburg, Augsburg Wasserstern war so eine Börse. Das war, also Wasserstern, das war ein Terrarienverein bei Augsburg, ein recht aktiver, der hat so eine Börse veranstaltet. In Österreich, Braunau, gab es die zweimal im Jahr die österreichische Terrarienbörse, wo wirklich halb Europa hingegangen ist. In Holland gab es den Snake Day in Houten. Also das waren so die Anfänge der Börsen. Ne? Mittlerweile, glaube ich, kommt man an Terraristica Hamm sicherlich nicht mehr vorbei. In Houten vielleicht noch die Börse, also hat mit dem Snake Day in Houten nichts mehr zu tun, rein zufällig. Aber diese Houten-Börse, ich glaube, das sind so die zwei größten jetzt nach Corona wieder, die auch wieder stattfinden. Bin ich mal gespannt, was sich so in dem Börsenbereich verändert oder ob das so bleibt. Also die zwei großen Platzhirsche hier, sind die Leute vielleicht nicht mehr so aktiv, dass sie da hinfahren und sagen, ach komm, ich lasse mir alles heimschicken. Oder bleibt es die nächsten 10 Jahre, dass die Leute sagen, komm, ich gehe auf eine Börse, da treffe ich auch mal ein paar andere. Bin ich auch mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt bin ich auf eure Kommentare gespannt. Was habt ihr vielleicht noch Ideen? Was sagt ihr, ach Stefan, das und das hast du vergessen, das ist doch völlig innovativ oder das ist doch völlig neu oder das ist doch völlig up to date, das hast du vergessen. Oder wisst ihr vielleicht Sachen, die man noch bräuchte, die vielleicht noch gar niemand richtig erfunden hat oder die es noch gar nicht gibt, wo ihr sagt, genau das und das braucht man oder das und das habe ich irgendwo gesehen, das könnte man doch viel größer verwenden oder sowas. Bin ich auf euer Feedback, eure Kommentare gespannt. Postet es unten rein. Ansonsten Kanal abonnieren, dann seid ihr immer auf dem Stand der Dinge, denke ich. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und bleibt mir treu und bleibt der Terroristik treu.